Aufs Anglerherz. Was wäre unsere Fischweit ohne die Friedfische? In diesem Film zeigen wir Ihnen nicht nur die häufigsten Friedfische wie Rotauge und Brassen und wie man diese fängt, sondern auch andere, eher seltene und kämpferische Friedfische. Wir begleiten Des Taylor und fangen Barben, einen der stärksten Fische in unseren Flüssen. Der Aaland bewohnt vor allem die Bäche und Flüsse im Norden. Hier sind wir in Gesellschaft mit Paul Cook. Der dickköpfige Döbel ist in den Flüssen und Seen im Süden weit verbreitet. In sauerstoffreichen Wasserläufen finden wir den Hasel. Die Grasfische, wie zum Beispiel der Graskarpfen, auch weißer Amur genannt, kommen inzwischen häufig in unseren heimischen Gewässern vor. Jeder Friedfischangler bekommt glänzende Augen, wenn ein hübsches Rotauge im Kescher liegt. Der Fisch, der von Anfängern und erfahrenen Anglern gleichermaßen verehrt wird, kann während des ganzen Jahres gefangen werden. Das Rotauge erkennt man leicht an seiner auffallend roten Iris, den großen Schuppen und den roten Flossen. In Seen stehen die zu Schwärmen vereinten Rotaugen meist in oder in der Nähe von Krautbetten, an der Schar oder an der Erhebung des Gewässergrundes. Morgens und abends suchen die Fische flacheres Uferwasser auf, während sie sich tagsüber gern in tieferem Wasser aufhalten. Das Angeln mit Pose ist die beliebteste Fangmethode für Rotaugen. Große Rotaugen sind extrem vorsichtige Fische. Um sie zu überlisten, muss das Gerät fein und unauffällig sein. Hier wird mit Mais beködert. Aus der Vielzahl der anderen Rotaugenköder seien genannt Maden, Casters und Hanfkörner. Wirkungsvoll ist auch eine Mischung aus Brotteig und Weichkäse. Die Finessen des Anfütterns sind für viele Angler eine Wissenschaft für sich. Fertige Futtermischung erhält man in Anglergeschäften, aber man kann sich seine Mischung natürlich auch selbst herstellen. Maiskörner werden besonders gern von großen Rotaugen genommen, während kleinere Fische oft mit Maden gefangen werden. In Fließgewässern findet man Rotaugen am Rande der Hauptströmung. Deshalb ist das Fischen mit festliegendem oder rollendem Grundblei oft erfolgreich.
Paul Cook freut sich über dieses Rotauge. Tatsächlich sein erstes mit einem Gewicht von über 2 Pfund. Typisch für Rotaugen ist, dass ältere Fische eine unregelmäßigere Schuppenstruktur aufweisen. Die Rotfeder erkennt man an ihren gedrungenen hohen Rücken, ihren feuerroten Flossen und bronzenen Schuppen. Im Gegensatz zum Rotauge hat die Rotfeder ein oberständiges Maul. Die Rotfeder lebt in stehenden und langsam fließenden Gewässern und nimmt oft Insekten an der Oberfläche. Der Fisch ernährt sich auch von Algen, Larven, Pflanzenteilen und Schnecken, die er von der Unterseite der Seerosen und Wasserpflanzen absaugt. Die Rotfeder nimmt gern Brot, das an der Oberfläche schwimmt oder langsam absinkt. Paul versucht, ob er vorbeischwimmende Rotfedern dazu verleiten kann, das Brot zu nehmen. Brotflocke, Mais und Maden sind 3 gute Köder für die Rotfeder. Hier drückt Paul Brotflocke um den Hakenschenkel und lässt die Hakenspitze ein wenig hervorschauen. Die beste Fangmethode ist das Angeln mit der Pose, besonders wenn der Köder langsam absinkt. Rotfedern sind besonders aktiv an warmen Sommertagen. Der Drill spielt sich überwiegend an der Oberfläche ab. Obwohl die Rotfeder nicht so häufig wie das Rotauge vorkommt, ist der Fang oft einfacher. Man braucht nicht so lange im Voraus und auch nicht so reichlich anzufüttern. Rotfedern sind beweglicher und deshalb nicht derart an feste Routen und Standplätze gebunden wie zum Beispiel Schleien. Deshalb lassen sich auch gute Angelplätze einfacher finden. Mit einer Länge von bis zu 40 cm bleibt auch die ausgewachsene Güster kleiner als der Brassen. Durch ihre großen Augen lässt sich die Güster leicht vom Brassen unterscheiden. Die Ansätze der Brust- und Bauchflossen sind rötlich. Der Hasel ähnelt stark dem Döbel oder Aaland, erreicht aber selten mehr als 30 cm.
Der Fisch lebt in Fließgewässern und bevorzugt sauerstoffreiche, nicht zu tiefe Stellen über Sand- und Kiesgrund. Die Schwärme wechseln häufig die Standplätze, sodass man sie immer wieder neu suchen muss. Hier versucht es Paul Cook mit rollendem Grundblei, obwohl das Angeln mit kleiner Pose, 18er Haken und 0,15er Vorfach die verbreiteste Methode ist. Maden und Mais, eventuell in einer Kombination wie hier, eignen sich gut für Hasel. Der Hasel, der vor allem im Sommer aktiv ist und gern an der Oberfläche auf Insektenjagd geht, ist nicht nur bei Friedfischanglern, sondern auch bei Fliegenfischern sehr beliebt. Abhängig vom jeweiligen Lebensraum kann der sehr hochrückige Brassen beträchtliche Größen erreichen. Der Fisch besitzt ein fast unterständiges, vorstülpbares Maul, einen stark abgeplatteten, mit festen Schuppen und Schleim bedeckten Körper. In Seen findet man die Brassen an der Schar, am Rand des Geleges und an der Einmündung von Zuflüssen. Hier wühlen sie zwischen Wasserpflanzen im schlammigen Grund. Brassen werden mit der Posenangel oder dem Grundblei gefangen. Hier an der Schar angelt Paul mit Pose. Gelbschwänze sind hervorragende Köder für Brassen. Andere gute Köder sind Maden und Casters. Größere Brassen oder Blei nehmen gern solch ein Büschel Gelbschwänze. Voraussetzung für den Erfolg ist das Anfüttern. Der Angelplatz sollte möglichst bis zu mehrere Tage im Voraus reichlich angefüttert werden. Auch während des Angelns werden Kostproben ausgeworfen. Brassen von 1 bis 3 Pfund sind ein normaler Fang. Größere Fische sind schwieriger zu fangen. Hier gleitet ein Brassen von rund 3 Pfund in den Kescher.
Auch diese mit Lebensmittelfarbe rot gefärbten Maden sind ein guter Brassenköder. Probieren Sie 3 bis 4 Maden an einem Haken der Größe 10 bis 12. Futterkörbchen sind hervorragende Hilfsmittel für das Grundangeln auf Brassen in Fließgewässern. Mit Hilfe des Futterkörbchens kann man weit und gezielt werfen und damit auch genau anfüttern. Ein Vorteil in strömendem Wasser. Nach dem Auswerfen des Futterkörbchens wird die Schnur ein wenig gestrafft, um Fühlung mit dem Köder zu halten. Der Döbel ist in Flüssen, Bächen und Seen mit Zuflüssen weit verbreitet. Der Fisch besitzt einen langgestreckten Körper mit großen Schuppen und einen breiten, dicken Kopf mit endständigem Maul. Mit zunehmendem Alter wird der Döbel zum Allesfresser und Räuber, der auch Fische und selbst Frösche nimmt. Der Fisch hat silberhelle Flanken, die im Alter einen gelblichen oder auch bronzenen Schimmer aufweisen. Die meisten Döbel werden mit der Grundangel gefangen, und zwar entweder mit der Posenangel oder mit dem Grundblei. Wie hier, wo es Des Taylor an einem heimischen Gewässer mit Brot versucht. Andere gute Köder sind Tauwurm, Kartoffel, Wurststückchen, Frühstücksfleisch oder Käsewürfel. Döbel kann man bei jedem Wetter, in allen Wassertiefen und während des ganzen Jahres fangen. Die Fische stehen über kiesigem oder sandigem Grund, in tiefen, durchströmten Gumpen, unter ausgewaschenen Ufern, zwischen Baumwurzeln und in Rinnen zwischen Wasserpflanzen.
Während des Angelns werden ab und zu Kostproben des Köders ausgeworfen. Good enough for you? Hey? Okay. Ein gut vierpfündiger Döbel, der an einem windigen Sommertag überlistet wurde. Der Aaland ähnelt dem Döbel, hat aber im Gegensatz zu diesem einen gedrungenen, seitlich abgeflachten und etwas hochrückigen Körper. Kopf und Maul sind kleiner und das enge Maul ist endständig und etwas schräg gestellt. Während der Döbel im Süden weit verbreitet ist, bewohnt der Aaland die Bäche und kleineren Flüsse im Norden. Er kommt aber auch in den Haffs, im Brackwasser der Flussmündungen und in der Ostsee vor. Mais, Käsestückchen und Brot sind ein guter Köder. Wie der Döbel lässt sich auch der Aaland in unseren kleinen Flüssen besonders gut in der kalten Jahreszeit und im zeitigen Frühjahr fangen. Der Aaland ist ein gesellig lebender Fisch. Im Unterlauf der Bäche und Flüsse ist die Wanderung und das Vorkommen des Aalandes abhängig von den Gezeiten. Im Frühjahr und im Sommer nimmt der Fisch seine Beute gern an der Oberfläche und an gewissen Stellen kann man ihn mit Fliegen, ja sogar mit dem Spinner fangen. Anfüttern bringt mehr Erfolg. An diesem kleinen Wasserlauf mit vielen Aalanden füttert Paul Cook mit einer Handvoll Mais an.
Kosten. Ich darf auch hier. Der Aaland wiegt in der Regel 2 bis 3 Pfund, selten 5 bis 6 Pfund. Die Schleie erkennt man an den grünen bis olivgrünen Rücken. Die Flanken sind heller und weisen häufig einen Bronze- oder Goldschimmer auf. Die dunklen Flossen sind abgerundet und dick und die Augen klein und rötlich. Die Schleie bevorzugt wärmere, stark verkrautete Gewässer mit schlammigem Grund. In Seen ist die Schleie häufig in der Nähe von Krautbetten zu finden, wo sie ihre Lieblingsnahrung, die verschiedenen, oft massenhaft vorkommenden Muscheln und Schneckenarten, findet. Der gesellig lebende Fisch hat bestimmte Routen, die man Schleienstraßen nennt. Je besser man das Gewässer lesen kann, desto mehr Schleienstraßen wird man entdecken. Das Angeln mit der Pose ist am häufigsten. Gute Köder sind Maden, Brot, Teig, Maiskörner, Tauwürmer und Gelbschwänze. Die Rute sollte nicht zu leicht sein. Angelt man mit einer leichten Rute, genügen Schnüre der Stärke 0,25. Wegen der stark verkrauteten Schleiengewässer sollte man ein 0,20er Vorfach wählen. Schleien wachsen langsam und ein solches Exemplar von 4 Pfund wird der Angler als sehr gut bezeichnen. In vielen Gewässern, speziell in trüben, erreichen die Schleien gewöhnlich Gewichte von 1,5 bis 1,5 Pfund. Eine Überraschung in einem Schleiensee. Eine Goldschleie. Bei der Goldschleie handelt es sich um eine Farbvariante dieses Fisches.
Das Maul ist oft rötlich umrandet. Einzelne dunkle Flecken sind unregelmäßig auf dem Rücken und den Flossen verstreut. Es gibt auch schuppenlose Schleien, sogenannte Lederschleien, die aber sehr selten sind. Goldschleien findet man häufig in Garten- und Parkteichen, aber es gibt auch wildlebende Bestände. Die Karausche ist ein sehr hochrückiger Fisch. Kleinere Karauschen unterscheiden sich vom Schuppenkarpfen, mit dem sie leicht verwechselt werden können durch die fehlenden Barteln. Die Karausche schätzt trübes Wasser mit moorigem Grund. Gute Köder sind Maden, Mais, Teig, Erbsen, Rotwürmer und Kartoffelstückchen. Angeln mit feinen Posen auf dem Grund oder in Grundnähe ist erfolgversprechend. Eigentlich hatte Paul Cook geplant, in diesem schönen Waldsee Karauschen zu fangen. Aber sehen Sie einmal, was passierte. Ein Goldfisch. Es gibt verschiedene Goldfische. Die Goldkarausche, die Goldorfe, die Goldschleie und verschiedene veredelte Formen des Goldfisches, wie sie aus Garten- und Parkteichen bekannt sind. Diese kommen nicht sehr häufig in den natürlichen Gewässern vor, aber ab und zu erlebt man, so wie hier, eine Überraschung. Von den aus Ostasien eingeführten Grasfischen, Graskarpfen, Silberkarpfen und Marmorkarpfen, hat der Graskarpfen, auch Weißer Amur genannt, bei uns die größte angelsportliche Zukunft. Graskarpfen können innerhalb weniger Jahre sehr hohe Gewichte erreichen. Fische von 30 bis 40 Pfund sind keine Seltenheit. Graskarpfen kämpfen gut und lassen sich oft mit herkömmlichem Karpfenköder überlisten. Sehr gut ist Mais. Man kann sie aber auch mit an der Oberfläche treibenden Gräsern oder Blätter fangen. Ab und an nehmen die Fische auch Schwimmbrot. In unserem Fall wurde der Graskarpfen mit Kleeblättern und einer Wasserkugel als Wurfgewicht überlistet. Erfahrene Graskarpfenangler berichten, dass die Fische zurückhaltender und noch schwieriger zu überlisten sein als Karpfen, dafür aber fantastisch kämpfen. Musik
Hier können wir Ihnen diesen fernöstlichen Fisch vorstellen, der in China nicht selten ein Gewicht von über 100 Pfund erreicht und das im Laufe von nur 15 Jahren. Aber Gewicht ist nicht alles und wir sind sehr stolz auf unseren ersten gefangenen Graskarpfen. Betrachtet man eine Barbel, fällt zuerst ihre typische Körperform auf. Ihr langgestreckter, keilförmiger Körper erlaubt es der Barbel, sich auch in stärkster Strömung am Grund zu halten. Auffallend ist das typische Gesicht der Barbel. Die Bartfäden weisen den Fisch als Grundbewohner aus, doch hinter dem drolligen Äußeren verbirgt sich ein echter Kämpfer. Barben leben in sauerstoffreichen Flüssen mit lebhafter Strömung, oft zusammen mit Forellen und Eschen. Alle Rinnen sind verdächtig. Besonders günstig ist kiesiger Grund und die Fangaussichten werden noch besser, wenn Bäume Schatten darüber werfen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Wasser 2 Meter oder nur knietief ist. Des Taylor wird uns an seinem Heimatgewässer zeigen, wie man die Barbe überlistet. Er fischt auf dem Grund mit Futterkörbchen in einer Rinne zwischen Krautbänken. Der Grund besteht hier aus Steinen und Kies. Dank der Futterkörbchen kann man präzise anfüttern. Die Barbe lebt von Insektenlarven, Kleinkrebsen, Muscheln, Schnecken und Fischlaich. Gute Köder sind Wurst, Käse, Würmer, Mais oder Maden. Hier angeln wir mit Maden und Futterkörbchen. Diese Methode ist sehr erfolgreich, da man an derselben Stelle des Grundes fischt. Barben halten sich nämlich meist an eng begrenzten Standplätzen auf. In jeder Phase des Drills erweist sich die Barbe als zähe und ausdauernde Kämpferin. Aber aufgepasst, Krautbetten und Steine sind gefährlich. It's gone in the crevice of a rock line. Oh, it's just come off. Just come off. Eine super Barbe, mit Kämpferherz und einem Gewicht von sagenhaften 7 Pfund. Selbst für unseren englischen Anglerfreund ist ein solcher Fang nicht alltäglich. Okay. Wunderbar. Right.
Ja, was wäre die Fischweid ohne Barben, Döbel, Aalande, Rotaugen, Rotfedern, Brassen, Schleien und Graskarpfen? Nun, auf jeden Fall wäre sie weniger reizvoll. Denn auch unter den Friedfischen befinden sich listige, farbenprächtige, kämpferische und wieselflinke Sportfische. Und nicht vergessen, Friedfische enttäuschen uns nur selten durch Schneidertage. Weder Tage im März, Juli oder Oktober, noch Tage mit Sonnenschein oder Regen. Mit diesen Bildern wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Friedfischangeln. Dieser Mordskerl, ein achtpfündiger Brassen, war das ganze Warten in Regen und Sonnenschein wert. Petri, heil!